darf ich Ihnen präsentieren, hier mit meinem Assistenten Ian, der jetzt mal ein bisschen vorreiten möchte. Ian wollte ein bisschen rumtragen, hat er gesagt. Ein bisschen dabei helfen. Der Haflinger, liebe Gäste, das Multitalent ist gerade schon angekündigt worden. So heißt dieser Programmpunkt. Das Haflinger Team Nord gehört zu den wenigen Gruppen, die reiten und fahren, selbstverständlich und harmonisch miteinander vereinen. Die Reiter und Fahrer kommen aus allen Teilen Schleswig-Holsteins und Hamburgs zusammen, um hier ihre Lieblinge, die blonden Pferde aus dem Süden in den verschiedenen Reiten und Fahrweisen zu präsentieren. Das wollen wir jetzt tun. Sie können die gerne mit ein bisschen Applaus begrüßen. Das sollten die alle schon gewohnt sein. Klappt schon besser als gestern. Von einer vierjährigen Nachwuchsstute bis zu einem 25-jährigen Wallach ist hier alles vertreten heute. Und Sie sehen selbst, wie frisch und engagiert diese Pferde bei der Vorführung mitmachen. So, hinten haben wir einen Hund. Das ist Gertrud Antonia Geiger mit ihrem Haflinger Nelson, 14 Jahre alt. Sie fährt seit 2006 aktiv im Freizeitsport und auf Turnieren. Und wir werden hier zeigen, wie der Haflinger auch mit Hunden zurechtkommt. Sie hat dabei die Rollingix Emma und den Australian Shepherd Tessa. Tochter Antonia zeigt Ihnen so ein wenig Hundedressur in Verbindung mit dem Pferdesport. Viele Pferdeliebhaber sind ja bekannt, auch Hundeliebhaber. Ja, wir haben wieder das Team der Kent Warrange hier bei uns. Das sind Jan Böse und Wallfahrer Daniel von Raten mit dem neunjährigen Reinzuchtwagen Wayne. Eigentlich bin ich gefahren auf einem Marathonwagen. Und wir haben hier vorne jetzt an der kurzen Seite Angel, auch aus dem Gestüt Kent Warrange in Bordesholm. Eine dreijährige Stute. Antje hat dann auch eine Staatsprämie, die vom Boden aus gefahren wird. Wir haben Böse noch ein Wort zu dem Wallach, der angespannt ist, und das ist das Kent Warrange. Natürlich wird sie noch geführt, aber die Rasse sind immer noch zurück.